Okay. Okay, womit fangen wir an? Was sagen wir jetzt? Fängst du an oder ich? Weiß nicht. Hallo mal wieder aus der brandenburgischen Wildnis. Nee, das klingt blöd. Okay, soll ich anfangen oder du? Fang du mal an. Okay, wenn es nicht passt, dann mach's halt mal. Hallo! Hola! Wir haben uns jetzt eine ganze Weile nicht mehr gemeldet nach unserer Filmpremiere und es war längst überfällig, dass wir mal wieder ein Update machen, gerade auch als Video. Wir haben viele, viele Nachrichten bekommen mit Fragen, was wir denn so machen, ob es uns gut geht, ob irgendwas passiert ist, wie unser Jahr war, und deswegen dachten wir setzen uns jetzt mal hier hin in den Bus und erzählen einfach mal ein bisschen und gucken, was dabei rauskommt. Yes. Als allererstes ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung, dafür, dass ihr unsere Filme immer noch schaut und das schon seit geraumer Zeit, auch wenn wir nicht so oft Sachen ins Internet stellen. Und noch einen lieben Dank an die ganzen Spenden, die reingekommen sind. Wir können jetzt wirklich davon leben und wir haben jetzt jeden Monat 1.500, 2.000 Euro durchschnittlich Spenden bekommen. Das ist der Wahnsinn, wie ihr uns unterstützt, und wir müssen halt jetzt dafür keine Werbung schalten oder irgendwelche Sachen verkaufen und sind dafür super, super dankbar. Und ich glaube, das wäre auch ein cooles Thema, damit einzusteigen, mit der Premiere, die Ende März stattgefunden hat. Und zwar haben wir ja wenige Tage davor nochmal richtig viele Filmplakate in Dresden geklebt, wo wir beide wohnen, wo eben die Kinopremiere stattgefunden hätte. Und einen Tag vor der Kinoaufführung kam dann der Lockdown und die Kinos haben geschlossen. Das heißt, es konnte auf diese Weise nicht stattfinden. Aber online. Genau, aber online, und zwar in einem ziemlich großen Home-Kinosaal. Wir haben uns, glaube ich, beide gar nichts vorgestellt, wie das werden wird. Wir haben es einfach gemacht und waren wirklich überwältigt. Und es war sehr, sehr, sehr schön. Und danach haben wir auch erstmal gar nicht mehr so viel gepostet. Nee, danach brauchten wir erstmal Pause. Ja. Weil wir haben ganz schön durchgezogen, um diesen zweiten Teil des Films fertig zu kriegen, glaubt man vielleicht nicht, aber so ein 2-Stunden-Film sind viele, viele 100 Stunden Arbeit, die wir da reingesteckt haben, und wollten uns eigentlich noch mal zwischenzeitlich melden. Ich habe auch mehrere Videos jetzt in der Warteschleife, die ich schon lange raussenden wollte, aber es hat bis jetzt einfach nicht so richtig hingehauen und wir haben dieses Jahr wirklich ruhig gemacht. Ja, eigentlich kann man sagen, dass wir unseren Titel der Filmtrilogie auf der anderen Seite des Fernsehers, also eher in der Offline-Welt, dass wir einfach den selbst ein bisschen ernster genommen haben und einfach ganz wie auf der anderen Seite des Bildschirms verbracht haben. Das heißt, die ersten 2 Monate nach März, also April und Mai, haben wir tatsächlich komplett hier draußen auf dem Grundstück verbracht. Für alle die jetzt neu dabei sind, Martin und ich, wir haben uns ein kleines Stück Land, also knapp 1 Hektar, gekauft. Der ist uns mehr oder weniger zugeflogen, durch auch ganz schöne Umstände. Wir sind hier umgeben von Wald und von ganz viel Stille und Ruhe. Das heißt, das nächste kleine Dorf ist 2 Kilometer entfernt. Und ja, dann waren wir hier, und zwar zusammen mit Martins Bruder David und seiner Partnerin, was auch gleichzeitig meine beste Freundin ist. Das war wunderbar. Das heißt, wir haben hier eigentlich wie so ein Corona-Camp gehabt. Es hat sich einfach so ergeben und waren hier knapp 2 Monate zusammen. Und haben von der Außenwelt eigentlich nichts mitbekommen. Richtig. Also Corona war hier richtig weit weg. Wir schauen beide auch kaum Nachrichten, muss man sagen. Und in der Natur war einfach alles wie immer. Ja, wir haben einfach sehr, sehr naturverbunden gelebt. Wir haben ganz, ganz viel Essen auf dem Feuer gekocht und dort unser Wasser erwärmt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir in den ganzen 2 Monaten 2-mal warm geduscht haben in einem Haus. Und davor sind wir entweder in den kalten See gesprungen oder haben eben, wie gesagt, auf dem Feuer Wasser warm gemacht und uns damit geduscht und erfrischt. Ja. Also wir haben eigentlich das Reisegefühl hierher mitgenommen. Das, was wir auf der Reise immer gemacht haben, also, nee, nochmal. Ja, einfach Pause, ja, passt. So. Wir haben das Reisegefühl einfach mitgenommen. Ich weiß nicht, mir fällt gerade überhaupt nichts ein, was ich sagen soll. Okay, dann sage ich einfach. Okay, los geht's.
Was auch ganz schön ist, ist, dass dieses Stückchen Land nochmal ein ganz schönes Stückchen mehr zu unserem Zuhause geworden ist, einfach weil wir hier so viel Zeit verbracht haben, das Jahr über. Und sind definitiv auch noch mehr in die Dorfstruktur eingetaucht. Ja. Das heißt, wir haben so viele Leute hier kennengelernt, den Bürgermeister, dann eben auch den älteren Landwirt, von dem wir dieses Stückchen gekauft haben und unter anderem Rolf. Ja. Und Rolf wollen wir deswegen erwähnen, weil es ein sehr inspirierender Mann ist. Er ist 67, 68, sowas, hatte vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt und seitdem hat er sein Leben eigentlich ziemlich verändert und sein Motto ist, er macht nur noch das, was ihm Spaß macht. Und das ist ziemlich cool. Oh, für 10 Euro kannst du nicht falsch machen. Ja. Sogar mit Schlag. Schlagbohrmaschine. Ja, da habe ich 3 Stück gekauft. Der ist so lebenslustig und lebensfroh, das ist der Wahnsinn. Ja. Und er hilft uns in allem, was wir brauchen, was wir suchen, wo wir noch gar nicht wussten, was wir brauchen, hat Rolf die Antwort und eine helfende Hand oder kann uns Sachen organisieren, die wir so brauchen. Und irgendwie fühlt sich's gerade so an, als hätten wir die Gastfreundschaft, die wir ja irgendwo draußen in der Welt gefunden haben, jetzt gerade hier auf dem Brandenburger Land gefunden. Und das ist wunderschön, das so festzustellen. Wir haben Rolf eigentlich kennengelernt letztes Jahr im Herbst, wo wir ganz viele Apfelbäume hier gepflanzt haben, 20 Stück. Wir sind Mitglied im Obst- und Gartenbauverein. Ja. Und Rolf ist da eben auch Mitglied und kam dann letztes Jahr raus und hat uns geholfen bei der ganzen Pflanzaktion hier. Und er ist gekommen und nicht mehr gegangen, kann man sagen. Und seitdem sind wir gute Freunde geworden. Yes. Wir haben auch schon ganz viel eben mit ihm gesprochen, auch darüber, weil es für uns sehr beeindruckend und inspirierend ist. Und er meint, er freut sich einfach, wenn sich andere Leute freuen. Und er hat selber alles und deswegen kann er seine Zeit und seine helfende Hand einfach verschenken. Ich denke, jetzt sag du mal noch ein bisschen was. Ich merke gerade, ich kann überhaupt gerade gar nichts sagen. So. Nee, erzähl du einfach. Ich bin einfach da. Ich schneide das dann. Du erzählst und ich schneide. Ich bin einfach da. Okay. Gut. Dann hatten wir noch einen weiteren wichtigen Termin für uns, und zwar im Mai. Im Mai war es so, dass die Naturschutzbehörde nochmal kam und wir einen Termin hatten. Und falls ihr uns schon so ein bisschen verfolgt habt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass unser Grundstück gerade so im Naturschutzgebiet liegt. Genau an der Grenze. Yes. Genau an der Grenze von einem 3700 Hektar großen Naturschutzgebiet, ja. Was wundervoll ist. Und diese Grenze verläuft eben nicht dahinter, sondern genau davor. Und es wusste weder die Notarin so richtig, der Landwirt und auch der Bürgermeister, die sind immer noch davon überzeugt, dass es nicht im Naturschutz liegt. Nicht im Naturschutzgebiet liegt. Also es weiß keiner so genau. Aber so ist es halt manchmal im Leben, dass man sich einfach mit den Gegebenheiten arrangieren muss und dennoch versucht, das Beste draus zu machen. Das heißt, wir sind dann einfach in Kommunikation getreten und waren einfach sehr ehrlich und haben einfach erzählt, was wir hier so planen und vorhaben und dass wir es nicht gegen sie arbeiten, weil wir sind definitiv auch für Naturschutz und haben einfach versucht, Mittel und Wege zu finden, wie wir das für beide Parteien gut machen können. Und die Begehung war hier eben im Mai. Wir haben nochmal unfassbar viel weggeräumt. Wir haben so viel Müll hier von diesem Grundstück entfernt. Es ist unfassbar, was die Menschen im Wald kippen oder irgendwo vergraben. Oh, ich kann das nicht. Dann ist es vielleicht, sieht so aus, als würde ich zum Beispiel dir überhaupt keinen Raum geben, dass du was erzählen kannst. Das will ich ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt seit September vorgenommen, endlich dieses blöde Video zu machen. Und früher ging das nicht, jetzt kann ich es nicht mehr. War ehrlich. Wenn du dir das vorstellst, dass du es jemand anderem erzählst, die das richtig wertvoll finden, was du ihnen jetzt erzählst. Mhm. Okay. Nee, kann ich gerade. Ich würde es schon gerne machen. Mir macht es auch Spaß, muss ich sagen. Dann mach du das mal alleine. Dann gehe ich jetzt raus. Yes. Als die Naturschutzbehördenfrau dann da war in Verstärkung,
sind wir einfach mit ihr hier über das Grundstück gelaufen und haben ihr erklärt, was wir hier machen wollen. Und zwar Permakultur, also es ist so eine Form von logisch angeordneter Landwirtschaft, kann man sagen, indem man einfach schaut, wie ein bestimmtes Gelände ist, was für Gegebenheiten dort bestehen. Ja, ein Gestaltungskonzept ist es praktisch, wie man bestimmte Dinge sinnvoll anordnet. Weil wir haben hier definitiv das Problem, dass es Wasserknappheit gibt. Wenn es regnet, ist es wundervoll und so notwendig. Das heißt, es ist uns jetzt so viel bewusster, auch seitdem wir selber Gemüse angebaut haben, merkt man, wie viel Arbeit einfach dahinter steckt und wie einfach das ist, einfach in einem Supermarkt Gemüse zu kaufen. Also das hat definitiv auch nochmal unser Bewusstsein verschärft, dass wir jedes Mal gucken, woher ein Produkt kommt. Irgendwelches Gemüse aus Südafrika oder Südamerika kommt einfach nicht mehr in Frage, auch wenn man noch so gerne Avocados isst oder so weiter. Ich kann definitiv sagen, dass ich es sehr beeindruckend finde, gerade wie Ernst es auch Martin nennt. Sieht halt ein bisschen nach Lifestyle aus, aber wir haben gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, sein eigenes Essen mal anzubauen oder wenigstens zu wissen, woher es kommt, Sachen überall aus der Welt zu importieren. Naja, das ist halt normal. Halt keine langfristige Lösung, ja. Ne? Martin ist, glaube ich, die Person, die ich in meinem persönlichen Umkreis kenne, die die Sache vom Klimawandel und wärmer werdende Jahre sehr, sehr, sehr ernst nimmt. Und ich glaube, er ist mit seinem Auto nur 2000 Kilometer gefahren die letzten 12 Monate. Und ansonsten fahren wir beide und aber definitiv auch er richtig, richtig viel Zug, obwohl es oftmals mehr kostet. Aber ja, geht irgendwie nicht anders. Ja. Bei dieser Begehung von der Naturschutzbehörde war es auch nochmal richtig schön zu sehen, wie viel Unterstützung wir im Dorf hier erfahren. Also Rolf war natürlich da und auch der Bürgermeister, der auch hinter uns steht, die es einfach sinnvoll finden, dass junge Leute wieder zurück aufs Land kommen, gerade nach der großen Abwanderung in die Städte. Und dort wurde uns nochmal so sehr bewusst, wie wichtig gute Kommunikation ist. Wenn man zwei Parteien hat und zwei manchmal vielleicht unterschiedliche Meinungen, dass man es irgendwie kommunikativ schaffen muss, auf einen Weg zu kommen, auf ein Ziel und sich damit auseinanderzusetzen, auch mit diesen ganzen Paragraphen in diesem Paragraphendschungel. Aber dass es ganz oft eben einfach um guten, respektvollen Umgang geht und dass man versucht, den anderen zu verstehen und sich die Fronten eben nicht verhärten, sondern man einfach lösungsorientiert, statt problemorientiert denkt, das ist irgendwie alles. Was wir noch in den zwei Corona-Monaten gemacht haben, ist, wir haben angefangen, einen Bauwagen zu bauen. Und zwar nur aus recyceltem Material. Altes Holz und zwei verglaste Fenster. Es war eine alte Pferdekutsche, was dem älteren Landwirt gehört hat, der die uns einfach geschenkt hat, von dem wir das Grundstück gekauft haben. Jetzt in zwei Wochen haben wir dann noch die ganzen Wände ausgefüllt mit den Plakaten. Jetzt haben wir Hanf bekommen, Stopfhanf, und stopfen alle kleinen Ritzen aus, um die ganze Bude hier dicht zu bekommen. Wir haben uns gerade vor ein paar Tagen nochmal darüber unterhalten, dass wir so das Gefühl hatten, dass unsere Asienreise, unsere neunmonatige Reise, die definitiv als Auszeit geplant war, aber mit die anspruchsvollste Zeit unseres Lebens war, dass das praktisch die Vorbereitung war für dieses Jahr auf eine Art. Weil auf der Reise haben wir gelernt, wie wundervoll es ist, ganz, ganz viel Zeit in der Natur zu verbringen. Weil die Natur quasi unser Wohnzimmer war, neben den 6 Quadratmetern Bus, Wohnfläche zu zweit. Wir haben definitiv auch gelernt, wie es ist, wenn die Pläne konstant geändert werden. Auch durch Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann. Wie man mit Schicksalsschlägen umgeht, mit Schwierigkeiten, wenn irgendwas die ganze Zeit kaputt geht, wie an dem Bus zum Beispiel. Und ja, so eine Form von Anpassungsfähigkeit an bestimmte Bedingungen und dass man einfach aus einer bestimmten Bedingung, die man vielleicht nicht ändern kann, trotzdem das Beste daraus macht. Der Sommer war praktisch dem Wagenplatz gewidmet. Das gibt es in ganz vielen Städten weltweit und so eben auch in Dresden.
ist ein Platz, an dem Leute gemeinsam wohnen, in einer Art Gemeinschaft, die in Bauwegen, in Bussen und LKWs wohnen und sogar zwei Leute in einer Jurte. Wie die meisten Wagenplätze ist auch unser Wagenplatz in Dresden lediglich geduldet. Das heißt, es hat überhaupt keine rechtliche Sicherheit, dort zu bleiben. Ich selber bin auch vor einem Jahr im Sommer in meine wundervolle alte Oldtimer-Dame mit dem Namen Emma gezogen. Diesen Sommer sind wir definitiv mehr in Kontakt getreten mit verschiedenen Politikern und haben einen Antrag ausgearbeitet, haben uns vorgestellt, also waren bei Stadtbezirksbeiratssitzungen, weil wir einfach festgestellt haben, dass viele Leute überhaupt nichts davon wissen. Und bei oftmals ist es ja so, wenn man über eine Sache nicht Bescheid weiß, dann ist man eher so ein bisschen ablehnend dagegen. Schade eigentlich, aber so ist es bei vielen Leuten. Ja, und haben dort vor den Politikern eine Rede gehalten. Das war auch eine krasse Erfahrung, gerade so die unterschiedlichsten Parteimeinungen. Und haben aber da eben auch gemerkt, dass es einfach alles Menschen sind, mit denen man versucht, einfach gut zu kommunizieren, um am Ende für alle ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und deswegen war praktisch die Sache mit der Behörde vom Naturschutz einfach schon mal eine richtig gute Übung. Und da sind wir jetzt weiterhin dran. Das ist richtig, richtig cool, aktiv sich für die Dinge einzusetzen, die einem am Herzen liegen. Und es schafft so ein großes Gefühl der Selbstbestimmtheit, der Selbstwirksamkeit, der Eigenverantwortung, weil man nicht darauf warten kann, dass es irgendjemand anderes für einen macht. Man muss es selbst machen, man muss selbst aktiv werden. Gerade auch der Wagenplatz, das ist ein ganz, ganz besonderer Ort. Für mich selber ist es der Ort der gelebtesten Demokratie, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Wir treffen uns regelmäßig zu einem Plenum. Das heißt, unsere Gemeinschaft ist selbst organisiert. Es gibt dort zum Beispiel auch kein Trinkwasser. Das Trinkwasser müssen wir auch von außerhalb herbringen. Es gibt nur eine Regenwasserdusche. Das heißt, ich dusche zum Beispiel meistens bei Freunden und habe schon in den verschiedensten Bädern meiner Freunde schon ein eigenes Handtuch und sehe dadurch meine Freunde einfach schon mal viel öfter. Das heißt, es ist auch dort einfach ein naturverbundenes Leben. Einfach fast schon gezwungenermaßen, egal bei welchem Wetter, so viel Zeit draußen zu verbringen. Und es bringt so eine Wertschätzung mit sich, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Also ganz viele Dinge sind einfach nicht mehr so normal. Zum Beispiel fließendes Wasser, was irgendwie angeschlossen ist an der Wasserleitung. Das ist echt was Besonderes. Seitdem hat sich mein Gefühl zu Energieverbrauch auch total verändert. Ich habe das Glück, einen Wasserkocher in meinem Bus zu haben und auch einen genügend großen Spannungswandler, dass er mit dieser Energie umgehen kann. Aber ganz viele andere Dinge gehen halt nicht, weil es zu viel Energie braucht. Ja, dennoch sehr, sehr glücklich, weil Verzicht einfach ganz oft gar kein Verlust ist. Genau, das war so ein bisschen Thema Wagenplatz. Dazu gibt es aber tatsächlich noch einen eigenen Film. Martin ist fast fertig, diesen zu schneiden. Das heißt, da kommt dann auch noch mehr in diese Richtung. Ja, und ansonsten war für mich persönlich das Jahr auf jeden Fall auch geprägt mit ganz viel Familie. Das hätte ich nicht gedacht, aber es hat sich irgendwie so entwickelt. Also ich hatte so viele, so tiefgründig ehrliche Gespräche mit meiner Familie, wie glaube ich davor noch nie. Es ist nicht immer konfliktfrei, weil man einfach merkt, dass zwischen unterschiedlichen Generationen, dass es da einfach ganz andere Werte gibt, ganz andere Bedürfnisse. Und dennoch zu sich zu stehen und zu merken, wow, ich habe mein eigenes Leben und ich habe meinen eigenen Weg, der durch dieses Leben führt und mir sind andere Dinge wichtig als vielleicht anderen Leuten. Und kann ich definitiv auch jedem empfehlen, sich nicht hinter irgendeiner Maske zu verstecken, sondern sich wirklich so ehrlich zu zeigen, so wie man ist und den einem wichtigen Menschen so entgegenzutreten. Und es kann sein, dass es am Anfang nicht so angenehm ist, weil es Konflikte gibt und ein bisschen Unmut und so weiter, aber da zu versuchen, richtig gut zu kommunizieren und auch wieder so, so das Gefühl zu haben, man kommt von rechts und links, aber möchte eigentlich gemeinsam in eine Richtung und drückt das vielleicht nur ein bisschen unterschiedlich aus. Und ich finde, wenn man ständig irgendwas spielt und es vielleicht so macht, um irgendwelche Erwartungen zu füllen, vielleicht von der Familie, vom Umkreis, von der Gesellschaft. Also wenn man irgendwelche Erwartungen erfüllt und eigentlich gar nicht man selbst so richtig ist, wie kann dann jemand anderes sagen, dass er einen wirklich richtig gerne hat oder dafür liebt, wie man ist, weil der andere einen eigentlich gar nicht kennenlernt.
Und mittlerweile ist es Winter, es ist Dezember und wir sind wieder hier draußen auf dem Grundstück. Und wir haben, glaube ich, beide noch nie so viel Zeit in der Natur verbracht wie dieses Jahr. Es sei denn auf der Reise oder als auch als Kind. Ich für mich kann definitiv sagen, dass ich mich selten so mental gesund und stabil gefühlt habe wie dieses Jahr. Einfach, weil ich so viele Dinge gemacht habe, die mir wirklich am Herzen liegen, die mir Freude machen. Zeit in der Natur ist so unendlich heilsam. Ich glaube, das haben ganz viele Menschen ein bisschen verlernt, so die Verbindung zur Natur. Und es ist sehr spannend zu merken, dass insbesondere Freunde, die direkt aus der Großstadt kommen, dass es für die erstmal wie eine Art anstrengend ist, hier zu sein, weil es hier so ruhig ist und so reizarm praktisch, dass es einen so ein bisschen kribbelig macht, weil man sich unterstimuliert fühlt. Und meistens nach einem Tag tritt dann so eine richtige Entspannung ein und die meisten wollen dann auch gerne weiter hier bleiben. Es ist wirklich unglaublich, was für einen Effekt das auf den Körper hat. Also ich war immer wieder auch hier draußen und bin oft auch mit dem Zug hier rausgefahren und dann eine Dreiviertelstunde durch die brandenburgische Pampa gelaufen, um dann hier anzukommen. Und nach wenigen Minuten hier sein, habe ich gemerkt, wie sich mein Körper entspannt, wie ich tiefer ein- und ausatme. Gerade so im Spätsommer duftet die Luft so sehr nach Kräutern und es ist wie eine Art Medizin, diese Luft einzuatmen. Das hört sich vielleicht ein bisschen schräg an, aber genau so hat sich für mich angefühlt. Das heißt, dieses Grundstück gekauft zu haben für auch nicht viel Geld, es ist wirklich ein Geschenk. Es ist ein ganz großes Geschenk, so viel Zeit hier draußen zu verbringen. Also wir machen super oft irgendwie ein Lagerfeuer oder gerade so um die Vollmondzeit erinnere ich mich noch, so im Spätsommer oder im Herbst sind wir dann mit unseren Campingstühlen raus aufs Feld gelaufen und haben irgendwie Vollmond geguckt. Also anstatt Netflix oder sowas oder irgendeine Doku. Gerade neulich dachte ich wieder, kein 4-Sterne-Spa-Wellness-Hotel würde ein anderes, erfüllenderes Gefühl in mir hervorrufen. So verbringen wir unsere Abende und gehen definitiv mit dem Rhythmus der Natur. Also gerade so im Herbst und Winter, wenn es schon früh dunkel wird und man geht früher ins Bett, es fühlt sich gesund an. Bisschen so im Winterschlafmodus und sich einfach Zeit zu nehmen, zu merken, was für ein unendlich wertvolles Gut die Zeit ist. Und einfach so einen inneren Reichtum auch zu spüren und sich Gedanken zu machen, was man eigentlich wirklich braucht und was man nicht braucht. Und ich glaube, dazu lädt uns Corona definitiv auch ein, einfach zu gucken, was möchte ich, wo möchte ich hin, vielleicht auch in meinem Leben. Und wofür kann ich jetzt gerade trotz allem ganz arg dankbar sein, was ich habe. Und sich bewusst zu machen, dass wir hier im Westen wirklich leben wie im Paradies. Immer und immer wieder. Es wurde mir so heftig klar nach der Reise, dass wir Dinge hier so oft als selbstverständlich erachten, die überhaupt nicht selbstverständlich sind und für die ganz, ganz viele Menschen auf der Welt tagtäglich beten. Und weil ich auch immer mal wieder Fragen bekomme zu meinem Studium. Ich studiere immer noch Medizin und mache das einfach so ein bisschen mehr in meinem eigenen Rhythmus. Das heißt, gerade so fürs letzte Sommersemester hatte ich mir bewusst weniger Kurse gewählt. Und durch Corona kam das dann so auch ganz natürlich tatsächlich. Und sonst die Online-Kurse einfach zum Beispiel auch von hier draußen aus dem Wald, was ziemlich abgefahren ist. Das heißt, es hat sich irgendwie für mich persönlich alles richtig gut gefügt und so, wie es mir tatsächlich gewünscht hatte, ohne genau zu wissen, wie das denn möglich sei, aber das Leben zeigt einem immer wieder Möglichkeiten. Noch eine Sache, vielleicht, wo es so für uns hingeht. Ich habe da die letzten Tage auch mit Martin nochmal drüber gesprochen. Es ist total schön hier auf dem Dorf. Manchmal kommt es uns so ein bisschen Doku-Soap-mäßig vor, wenn immer mal wieder neue Charaktere auf der Bildfläche erscheinen. Und die Leute kennen uns jetzt, also viele kennen uns jetzt schon und finden es eigentlich auch ganz spannend. Und viele kommen mal vorbei und fragen mal und schauen mal. Und es ist echt cool. Und jeder kennt jeden. Die meisten hier von hier sind hier aufgewachsen, sind hier zur Schule gegangen. Und das ist schon abgefahren, ganz schön anders als in der Großstadt. Also wahrscheinlich kaufen wir noch ein paar weitere Grundstücke, die nicht im Naturschutzgebiet sind. Und
ja, wollen so perspektivisch hier irgendwie so einen Ort der Heilung auch etablieren, dass Leute hier rauskommen können, denen es vielleicht nicht so gut geht. Für mich ist definitiv mentale Gesundheit ein Herzensthema. Das erachte ich als so elementar in Form von Yoga und vielleicht in Zukunft in Coaching, einfach in der Natur zu sein und hier zu basteln, zu pflanzen und so weiter. Da wird es für uns beide irgendwie hingehen. Und es ist total schön, gar keinen konkreten Plan brauchen zu müssen, sondern einfach eine Richtung. Und das andere ergibt sich dann von ganz von selbst. Und ich wünsche mir, dass mehr Leute in den Genuss von Natur kommen und merken, dass sie eigentlich gar nicht so viel brauchen, um wirklich ganz erfüllt und glücklich zu sein. Wir wollten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die uns unterstützt haben, die unseren Film angeschaut haben, für die unzähligen netten Nachrichten, die uns auf den verschiedensten Wegen erreichen. Es ist sehr, sehr berührend und jede einzelne Nachricht kommt an. Und so viele Leute schreiben uns, dass sie ihr Leben irgendwie ein bisschen geändert haben oder nochmal überdacht haben und einfach ihre Gedanken und Gefühle zum Film. Also das ist echt sehr, sehr besonders. Man steckt so viel Herzensenergie in ein Projekt und wenn man das dann rausgibt, raus in die Welt, raus in die Öffentlichkeit, dann hat man es eigentlich nicht mehr in der Hand, was damit passiert. Insbesondere auch der Umgang mit Kritik. Also natürlich haben Leute uns auch nicht so nette Sachen geschrieben und wir sind beide ein Fan definitiv von guter Kritik, ein gutes Feedback, was einfach produktiv ist, womit man was anfangen kann. Aber gerade in dieser Internetwelt ist es manchmal echt heftig, damit umgehen zu müssen, mit Menschen, die unter dem Deckmantel der Anonymität wirklich sehr verrohte, ja, verletzende Dinge einfach schreiben, wo man merkt, diese Menschen sind einfach so unzufrieden mit sich, manchmal auch gepaart mit ein bisschen Neid und Unverständnis. Und das war für mich definitiv eine Sache, wo ich richtig viel nochmal gelernt habe, wie man damit umgeht und sich da auch gesund abzugrenzen einfach und trotzdem nicht den Mut zu verlieren, weiterzumachen für genau die Menschen, denen es irgendwie was gibt und die daraus Kraft ziehen und sich motiviert und inspiriert fühlen. Das sind vielleicht dazu die Abschlussworte. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und es war nicht ganz so wirr. Ja, lasst es euch ganz, ganz wunderbar gut gehen. Total schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wir machen weiter, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen ruhiger war. Ja, alles Liebe. Ciao. Thank you.